Sense des Feuers gäbe es dich doch, auf dass du steigst empor in den hellsten Himmel der Fantasie. Ein Königreich sei diese Bühne hier, drauf Fürsten spielen sollen und Monarchen, die diesem Schauspiel Pomp verleihen. Dann sollt erscheinen der tapfere kriegerische Heinrich in Gestalt des Gottes Mars. Jagdhunden gleich, seinen Fersen folgend, werden Hunger, Schwert und Feuer um seine Dienste bitten. Aber verzeiht uns all ihr edlen Freunde, dass wir es wagen, mit unserer seichten Fantasie auf diese Bühne, dies unwürdige Gerüst, zu bringen, einen Vorwurf von solcher Größe. Kann dieser kahle Raum in seinem trüben Licht die weiten Ebenen Frankreichs fassen? Kann er das? Dürfen wir wirklich in diesen hölzernen Kulissen die Schwerter erklingen lassen und das Kriegsgeschrei hineinzwingen, das die Luft erfüllte in Agincourt? Oh, ihr werdet sehen. Dass hier in diesem kleinen Raum zwei Heere aufziehen können, durch eure Einbildungskraft geschaffen. Denkt euch in diese Mauern nun zwei mächtige Königreiche und überspringt die Zeiten, die nicht der Handlung dienen. Verkürzt der Zeitenlauf und seht dann wie in einem Stundenglas, wie Heinrich in den Krieg gezogen. Lasst mich für dieses Schauspiel, das nun beginnen wird, erklärend euer Begleiter sein. Ich bitte euch, nachdem ihr den Prolog gehört, seid uns geneigt mit Wohlwollen. Beurteilt gütig unser Stück. Und richtet unser Spiel mit Huld und mit Geduld. Mylord, ich will euch etwas sagen. Man will die Verordnung jetzt gegen uns betreiben, die man im 11. Jahr der Regierung des verstorbenen Königs fast gegen uns durchgesetzt hat. Doch sagt Mylord, wie wehrt man sie nun von uns ab? Darüber müssen wir nachdenken. Wenn sie durchgesetzt wird, verlieren wir mehr als die Hälfte unserer Güter. Aber wie kann man das verhindern? Der König ist voll milder Rücksicht und voll Gnade. Und ein treuer Sohn unserer heiligen Kirche. Was sein Jugendwandel nicht versprochen hat. Er war eitel und hat nur seinen Launen gelebt. Sein Umgang ungelehrt und roh. Die Stunden hingebracht ins Aus und Braus. Studieren sah ihn keiner zu keiner Zeit. Wie soll man nun vorgehen? Können wir eine Milderung der Gesetzesvorlage, wie sie die Stände verlangen, erreichen? Ist Heinrich für oder gegen die Verordnung? Er scheint mir unentschlossen.